Leute, willkommen bei einer neuen Challenge, und zwar die Keine-Waffen-Challenge von Ungespielt. Man darf keine Waffe benutzen, außer selbst gecraftet. Und ja, im Chat rasten wieder die kleinen Kinder aus, die die ganze Zeit mit Beleidigungen rumschmeißen müssen. Ist ja klar. Und ja, wir dürfen auch nichts von irgendwelchen Leuten nehmen, irgendeine Waffe. Und das Niveau sinkt schon wieder auf Boden, ins Bodenlose. Es ist schrecklich manchmal. Also manchmal hat man so richtig normale Runden und dann plötzlich kommen so wirklich so fünf Leute oder so, die mit Beleidigungen so um sich ausrasten. So richtig. Wegen nichts rasten die aus. So, Faustkampf, Bro. Komm, Faust. Ich kann mir so keine Waffe verwenden. Komm, Faustkampf. Yeah, Bro. Er weiß, wie es geht. Er weiß, wie das Spiel geht. Ja, so läuft der Haas, genau. Okay. Schwierige Haase. So, wir kriegen ihn down, komm. Er braucht schon eine Waffe. Ja, komm, Bro, der weiß, wie es geht. Genau, down, get down. No. Komm, der weiß einfach, wie es geht. Er weiß, wie es geht. Boah. Komm, Bro. Er weiß einfach, wie es geht. Er weiß, wie es geht. Er boxt einfach mit und ich hab den Kill. Ich hab schon mal einen Kill mit der Faust. Das ist einfach like a boss. So macht man das. So macht man das einfach. Ganz easy going. So. Die TNT gehören mir. Die Waffen gehören ihm. Ja, leider. Okay, wir schauen einfach weiter. So, in der Mitte sind ja noch zwei Kisten. So. Ja, die Spinnenweben sind optimal. Boah, wir haben so viel Essen. Ich gebe einfach mal was ab. Ich brauch's einfach nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Feuerzeug, um ihn zu töten, unserem Teampartner. Klingt erstmal gemein, ist aber so. Wir müssen hier irgendwie... Irgendwie müssen wir ja an die Kills kommen. Ja. Was habe ich gerade gesagt, Bro? Ja, ich bin so ein Spacko. So ein Spacko bin ich. Ja, nice. Komm, geh ins Feuer. Geh ins Feuer. Bingo. Brenne. Nice, Leute. Und was habe ich gesagt? Ich gewinne. Zwei Kills schon, ohne Waffe. Teampartner hintergangen. So läuft das. So läuft das als Pro. So, jetzt haben wir kein TNT mehr, aber noch ein relativ haltbares Feuerzeug. Läuft schon mal geil. Zwei Kills ohne Waffe. Also, relativ geil. Muss man zugeben. Da steckt doch ein Pro in mir, ohne Waffe zu killen. Also geht's eigentlich noch, 6 Leute. Okay. Boah, jetzt muss ich so ein bisschen husten gleich. Das ist echt schrecklich. Ich schalte mich wahrscheinlich gleich stumm. Okay, wir haben hier noch einen Kuchen. So. Ja, da habe ich wohl kurz gehustet. Oh mein Gott, so dumm. Die Challenge ist echt Dummheit über alles, aber ja, meine KD ist sowieso schon so schlecht. Also wirklich, die ist schlecht, obwohl ich so gut bin im PvP. Also ich bin nicht der Beste im PvP, aber ich bin ein bisschen gut und für das ist meine KD wirklich schlecht. Ich werde ja auch irgendwie andauernd als Hacker bezeichnet, so wie fast jeder, der ein bisschen gut ist. Und das ist erst erschrecklich. Okay, da geht's nicht hoch. Hier auch keine Kiste mehr, das ist natürlich schade. Okay. Okay. Sehen wir ein
Hinterhöfen. So. So, wir haben noch die Spinnenweben, die können uns gut helfen. Ja. Ich meine, Bogen können wir sowieso nicht craften, aber die Pfeile behalte ich mal noch kurz. Die können ja nicht schaden, kriegt es kein anderer. Und verbrennen möchte ich die jetzt auch nicht, weil weiß, ob ich das Feuerzeug noch gut gebrauchen kann. Für so einige Kills wirklich Feuerzeug ist das Beste und TNT. Okay, hier ist einfach eine Sackgasse, das ist natürlich nicht so gut. Ich möchte mal wieder auf die normale Ebene irgendwie. Ja, wäre ganz geil. Ja, hier geht's hoch. Na, endlich. Okay, im Endeffekt sind wir keinen Schritt vorangekommen. Aber da vorne ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch schnell. Eisenstiefel ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. It's not the yellow of the egg, wie ungespielt sagen würde in Englisch. So. Jetzt gehen wir erstmal zum Spawn. Craften können wir uns nichts ohne zwei Ingots. Ist natürlich nicht so geil. Ist nicht so geil. Woher kriegen wir die? Kisten, aber. Oder von getöteten Spielern, aber. Das ist natürlich auch kaum möglich, wenn die. Außer jemand hat wirklich zwei Eisen oder ein Eisen, aber dann bräuchte ich noch einen Stick, weil. Die Geheimwaffe ist immer noch eine Schaufel. Das klingt einfach dumm, aber eine Schaufel macht viel Schaden, wenn sie aus Eisen oder aus. Ja, Diamant sogar ist. So. Die Truhe ist natürlich leer, wer hätte es gedacht. Die nächste Truhe ist leer, wer hätte es gedacht. Okay, gleich Deathmatch. TNT wäre noch geil. Oh, noch ein Stick. Oh, jetzt bräuchte ich noch Ingots und dann könnte ich selbst... Oder... Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber im Deathmatch gibt es ja zu zwei Drittel in den Arenen ein Diamantenschwert. Ich weiß nicht, ob das genau regelkonform ist, aber aus Dispensern könnte man ja was nehmen. Und wenn dann das Deathmatch beginnt, besteht eigentlich meine einzige Chance, entweder abzustauben oder das Tierschwert zu nehmen. Ich meine, es ist keine Kiste, es ist kein Kill, es ist ein Dispenser. Also denke ich mal, das darf man. Also nehme ich es vielleicht auch mal. Und dann schauen wir, ob wir vom Tellerwäscher zum Diamantionär werden. Wir schauen einfach mal, ob es schnell geht. Oh, oh, das wird schwer. Okay. Ja. Zum Millionär, sag ich nur. So, down. So, der brennt. Down. Oh, er hat Healing Bottles. Oh, schade, Leute. Schade, da wären wir fast zum Millionär aufgestiegen. GG. Und wir haben sogar noch, ja, einen gekillt. Das war doch geil. Ja, wer hat eigentlich gewonnen? Der Gratia-Bot. Ja, GG. Und war auf jeden Fall eine geile Runde. Wir haben 3 Kills im Endeffekt geschafft, ohne Waffe, außer im Deathmatch jetzt. War geil, muss man sagen. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Video. Und ja, schaut vielleicht beim Ungespielt vorbei, falls ihr es nicht gesehen habt, seine Challenge oder seinen Versuch, weil die Challenges sind ziemlich geil von ihm. Props an ihn, dass er die oft so gut meistert und ich die nicht schaffe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.